So, guten Tag YouTube. Heute noch ein Messer in der Vorstellung. Diesmal habe ich auch die Qualität des Videos auf Full HD gestellt, in der Hoffnung, dass man die Details dann noch besser erkennen kann. Ja, leider bei den Videos vorher ist mir das nicht so wirklich aufgefallen, erst beim Hochladen. Wird hoffentlich besser. Danke dafür an René für den netten Hinweis. So, was heute auf dem Tisch? Klar, sieht man schon, ein Viper-Messer. Und zwar das, zeige ich hier, V5928FC. Kryptischer Mist, keiner weiß, was es ist. Gut, weg damit, Messer her. Und zwar, da haben wir schon, das Viper Den 1 oder Den 1. Es handelt sich hierbei um ein Slip-Joint-Messer oder eine Art Slip-Joint-Messer. Und hat zwar eine Einhandöffnung, sieht erstmal aus wie ein Friction-Folder, hat aber noch eine kleine Arretierung, was ich ganz gut fand. Beim reinen Friction-Folder war ich vorsichtig, das hier fand ich interessant, weil es dann doch ein bisschen, ja, arretiert. Also nicht so, dass das Ding immer gleich zusammenklappt, wenn man mal ein bisschen was macht. Das Den heißt eigentlich Daily Assorted Needs, also das, was man so im täglichen Gebrauch eigentlich benötigt. Und ja, das ist das Messer halt wirklich. Es ist sehr simpel, sehr einfach und reicht für den Alltag, ist meine Meinung. Und zwar, ja, kommen wir zu den Details. Relativ kurz gehalten, es ist eine N690 Klinge verbaut. Und wir haben da insgesamt 7,3 mm Klinge. Und wo wir gerade bei der Klinge sind, klappen wir sie mal aus. Und man hört schon, es gibt so eine Art Arretierung. Und zwar einmal hier bei 90 Grad. Und dann klack, es rastet satt ein bei, ja, komplett geöffnet. Das Messer klappt relativ leicht ein. Wobei es ein bisschen stärker arretiert als ein Victorinox. Zumindest stärker als meine Victorinox Slip Joint Messer, die ich habe. Was wirklich toll ist, es sieht halt aus wie ein Friction Folder, lässt sich halt auch mit einer Hand öffnen, sollte aber, sofern der Polizist oder der Kontrollierende mächtig ist, einen Gesetzestext zu lesen, ein Messer sein, was nicht unter das Führverbot des 42a fällt. Also ein legaler kleiner Folder. Und zwar gefällt mir ganz besonders an diesem Ding die Griffschale. Ich habe hier es mal gezeigt, und zwar handelt es sich hier um Carbon. So, man kann die Struktur so ein bisschen erkennen, hoffe ich. Wie gesagt, ist jetzt Neuland, ist jetzt ein Full-HD-Video, in der Hoffnung, dass die Details besser rauskommen. Ich fand das Messer einfach unheimlich schick und auch Größe und Gewicht sagen mir irgendwie zu. Dazu natürlich diese leichte Öffnung. Also ich habe es noch nicht geschafft, das Messer mit einer Hand komplett zu öffnen. Also da, in einem Zug, weil halt immer diese Zwischenarretierung ist. Aber gut, man kriegt es trotz alledem relativ leicht auf. Es ist komplett offen. Also hier, man kann durchgucken. Macht das Reinigen relativ einfach. Und man hat hier auf der Rückseite, hier der Spacer, das soll Titan sein, anodisiert. Irgendwie in so einem lila Ton, wird aber durch die Benutzung irgendwie immer grauer. Gefällt mir ganz gut, dass es grauer wird, weil dieses Lila sah irgendwie ein bisschen, nicht so wirklich schön aus. Die Pocket Clip, wirklich sehr, sehr tief sitzt das Teil in der Tasche. Man hat auch keinerlei, ja, Bedenken, dass das Ding irgendwann mal rausrutscht oder man es verliert. Also im Auto, beim Autofahren, man schiebt es halt in die Hosentasche und es sitzt wirklich super drin und rutscht nicht einfach raus. Hatte ich nämlich auch schon ein Messer, wo der Clip nicht so wirklich fest sitzt, dass dann irgendwann es klack machte und das Messer lag dann, ja, neben dem Sitz. War ein bisschen blöd, das da wieder rauszufummeln, geht alles, aber es wäre ärgerlich, so ein schönes Messer zu zerkratzen. Ja, Klinge ist halt auf der Seite. N690 ist, denke ich, eine ganz vernünftige Wahl, auf jeden Fall gut zu benutzen. Das Messer ist sehr scharf und liegt wirklich, also in meiner Hand, ich habe relativ große Hände, aber es liegt trotz alledem sehr gut in der Hand. Das ist halt ein Messer, wo wirklich alle vier Finger drauf passen. Und man kann sogar, um noch so ein bisschen den Lock zu unterstützen, den Finger hier hinten drauf packen, dann klappt es nämlich nicht so schnell ein. Also ich bin wirklich begeistert von dem kleinen Messer. Gut, das ist nicht ganz billig mit 100 Euro und ein bisschen. Ich weiß gar nicht, aktuell 100 Euro, 115, 130. So liegen momentan die Preise für dieses Den
One. Denke ich, ist es aber durchaus wert im Vergleich zu dem, was ich sonst so an hochwertigen Messern habe. Gucken wir uns mal den Klingenstand an. Klingenstand perfekt mittig. Hatte schon zwei auf dem Tisch, die nicht ganz so gut verarbeitet waren. Das hier ist aber wirklich sehr gut. Und zur Funktion, ich weiß nicht, ob man das irgendwie erkennen kann. Und zwar, ja, vielleicht sieht man es jetzt im oberen Bereich. Es verbirgt sich hinter dem Carbon eine Stahlplatine, die jeweils links und rechts zwei Laschen hat. An diesen Laschen ist eine Art Kugel, so ein Detent vergleichbar, der in ein kleines durchgebohrtes Loch, was hinten in der Klingenwurzel ist, hineingreift und somit im Grunde genommen die Klinge so verankert. Ne? Man sieht es dann auch, wenn man es bewegt, hoffe ich, dass die Lasche dann so ganz leicht rauskommt. Ja, also es ist halt, ja, man sieht es nicht wirklich, ich zumindest hier nicht über die Kamera so halb gebeugt. Hier sieht man es jetzt. Also die Lasche, die bewegt sich halt da drin, links und rechts. Eben vergleichbar ist das Messer mit dem, jetzt muss ich überlegen, Sanrenmu M1. Hat die gleiche Art der Verriegelung, also wer schon mal ein Sanrenmu N1 in der Hand hatte, der weiß halt, wie das Ding verriegelt und ich denke, für den täglichen Gebrauch absolut ausreichend. Vorteil natürlich, 42A kann mich hier mal, ihr wisst schon, nicht beeindrucken. Und ja, ich bin mit dem Ding sehr zufrieden. Es ist verdammt scharf und die Verarbeitung ist wirklich ordentlich. Also ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, dass es halt nicht so der Bringer ist von der Verarbeitung. Ich kann mich bei meinem nicht beklagen. Kleine Besonderheit übrigens hier, das sieht zwar aus wie eine Achsschraube, ist aber keine. Und zwar ist, also an diesen vier Schrauben ist jeweils die Griffschale montiert. Darunter hat man dann als geschlossene Konstruktion diese zwei Stahlplatinen, die dann auch noch das Titan dazwischen haben. Und die Achsschraube ist im Grunde genommen so eine Art Hülse. Also über diese Hülse mit diesen zwei Schraubmöglichkeiten stellt man dann unterhalb der unterhalb der Griffschalen das Klingenspiel ein und darauf schraubt man dann im Grunde genommen erst die Griffschale. Also hier oben festdrehen, nur weil das Ding vielleicht Spiel hat, bringt gar nichts. Was bei meinem Messer was gebracht hat vom Spiel her, ich habe es aufgemacht, das ist halt es war ganz leicht am Wackeln, beziehungsweise hat sich ganz leicht gelöst und habe dann einfach diese Schraube darunter dann etwas fester gezogen. Und wie man sieht, jetzt ist auch hier klingenspieltechnisch nichts mehr zu rütteln. Wie gesagt, für ein kleines Messer für den täglichen Gebrauch reicht das Ding absolut. Also ich will natürlich damit keine Bäume aushebeln oder sonst irgendwelchen Mist mitmachen, aber um, ich sag mal, so ein Wurstbrot damit zu bestreichen oder einfach mal einen Apfel zu schälen, absolut perfekt, denn diese schöne Flachschliff sorgt auch dafür, dass das Ding verdammt gut schneidet. Also es kam schon wirklich sehr, sehr scharf, habe es noch ein bisschen übers Leder gezogen. Es rasiert, ich weiß gar nicht, kann man das vielleicht, also man hört es, ein paar Hauptschurken gleich mit, also es rasiert. Es ist wirklich sehr, sehr scharf. Und halt die Form der Klinge ist auch super funktional. Es ist mal ein Messer, was man halt auch benutzen kann und möchte. Habe es oft dabei. Ist halt wirklich ein sehr gefälliges Design. Passt auch mal so zu einem Anzug. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass diesmal die Qualität besser war. Wenn es weiterhin was zu bemängeln gibt, einfach in die Kommentare schreiben. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao, tschüss.